Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Ja, wir haben im letzten Part. Hallo? Wir haben im letzten Part hier die Stadt der Roboter. Oh, Energy Drink, sehr gut. Betreten. Und die waren erstmal ein bisschen so, ein Zong, was auch immer das ist. Und nachdem sie gemerkt haben, dass wir es nicht sind, war chill. Wir dürfen hier bleiben, solange wir niemanden fressen. Alles easy. Und ja. Wir haben allerdings immer noch den Plan mit unserem guten K12, dass wir hier aus dem Ganzen ausbrechen, aus den Slums, und in die Außenwelt kommen. Allerdings wird das nicht so einfach, laut den Robotern, denn das haben schon viele versucht und hat nicht so gut funktioniert. Außer die Außenweltler, die dürfen da eben hin. Und ich gehe mal von aus, die Außenweltler sind die Zongs oder bestimmte Roboter, die da mit rein dürfen. I don't know. Aber die Zongs scheinen nicht so die coolsten zu sein. Ja, wir schauen uns jetzt gerade ein bisschen in den Slums um. Haben so ein paar Leute kennengelernt und sind immer noch hier auf der Suche nach Sachen. Wir haben auch so ein geheimnisvolles Passwort gefunden. Wir brauchen irgendeinen Technik-Freak. Das ist auch mal eine Frage. Was haben wir hier noch? Wir haben noch den Reinigungsmittel gefunden. Sagt unser guter Freund dazu, diese Flasche Superspiritus sieht sehr wertvoll aus. Bestimmt können wir sie mit jemandem tauschen. Okay. Energy Drink Speed 2K. Ich weiß nicht warum, aber für die Roboter in den Slums scheint das eine Art Zahlungsmittel zu sein. Okay. Auch interessant. Willst du vielleicht ein Reinigungsmittel haben? Ich wette, manche Leute würden für eine volle Flasche Super Spirit eine Menge bezahlen. Oh, das klingt gut. Und was ist mit dir? Energy Drink hier. Ich habe gehört, dass der Tauschhändler nach sowas sucht. Okay, ich brauche einen Tauschhändler. Wo auch immer der sein mag. Was haben wir? Neugier ist der Katze tot. Ich kann sie nicht mehr richtig lenken. Ich lenke sie genau entgegengesetzt. Wie geil ist das denn? Nice, die Steuerung wurde invertiert. Geil, das... Das ist ja cool. Schön. Das ist so cute. Das Spiel hat so viele coole Features und so coole ja, so kleine Kleinigkeiten, so Details, die einfach sehr funny sind. Ich lieb's. Bist du ein Tauschhändler? Hallo? Leto. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um es gegen die Zirks zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen. Vorsorge ist das A und O. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie dieses hier, die alle von der Außenwelt reden. Als schöner Traum, finde ich. Und ob so gefälscht ist, ist die andere Frage, ne? Da ist nichts Neues. Okay. Da brauche ich mit euch gar nicht drüber reden mehr weiter. Schade. Bist du ein Tauschhändler? Hallo? Vince, schau dir mal die versteckten Schätze hier im Müll an. Pennys vom Himmel oder wo auch immer die herkommen. Okay, das kannten wir schon. Ja gut, da wird wahrscheinlich auch nicht viel Neues sagen. Bist du ein Tauschhändler? Stromkabel inspizieren. Und das frei sein. Ah! Hallo, ich bin der Kaufmann von Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas im Austausch. Ich gebe mir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay. Das ist ein Ersatz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür eine super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Okay.
Das ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink. Wenn nicht, weniger ist nicht dran. Okay. Na ja, gut. Zwei Sachen davon kann ich mir dafür verschmoren. Hier. Bitteschön. Notenblatt 4 von 8. Neuen Gegenstand errungen. Oder 4 Achtel? Keine Ahnung. So, das kaufe ich natürlich auch direkt mal. Bitteschön. Stromkabel erhalten. Wunderbar. Wo geht's da noch hin? Energy Drink wäre natürlich nice, wenn ich noch welchen bekommen würde. Aber ich bin kurz bei unserem Moruske, dem Musiker da hinten, sein Notenblatt. Hallo. So, du hast jetzt einen Song. Des Nachts du hold am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Oh. Sehr nice. Sehr nice. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ich werde es versuchen, mein Freund. Ich werde es versuchen. Hier ist aber safe einfach nur. Der bringt uns nicht so viel. Hier ist noch mehr so ein... Nochmal so ein Ding. Energy Drink vielleicht? Fehlt noch einer. Hier liegt nicht zufälligerweise irgendwo einer rum, oder? So ganz nebenbei, so. Oh, ups. Da geht's nirgendwo hin, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Und da geht's, glaube ich, auch nirgendwo hin. Ne, das sieht ziemlich stachelig aus. Okay. Vielleicht können wir da rüberspringen. Moment. Ja, können wir. Sehr gut. Und dann. Da geht's nirgendwo hin. Da geht's auch nirgendwo hin. Okay, dann kommen wir runter. Na gut, hat nicht so viel gebraucht. Wer seid denn ihr? Hallo. Guten Tag. All die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild. Gefälscht, aber schön. Oma verwendet solche, um seine einzige Kleidung herzustellen. Okay, du musst Oma kennenlernen. Bist du Oma? Nee, bist Zack. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirkus komplett aufgefressen. Ach, sind die Zirkus diese kleinen Viecher, die uns verfolgen? Das ist doch verrückt, oder? Sie verstehen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt? Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram, das ist doch alles Quatsch. Okay. Nur weil ihr es verleugnet, heißt das nicht, dass es nicht echt ist, ne? Just saying. Das ist süß. Warte, ich kann mich einlegen. Thank you.
Ich liebe es. Es ist so süß. Ach. Es hat ehrlich gesagt gerade so ein bisschen was von der Stimmung so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Es mich daran erinnert. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange tatsächlich. So dieses. Sehr viel reden mit allen. So ein bisschen Quests kind of erledigen. Für die Leute. Ich meine natürlich, Life is Strange hat keine Action. Also kein ne, so rumspringen und kämpfen und teilen und so. Aber, ne? Und dann halt zwischen diese ruhigen Momente. Und einfach nur chillt und Musik zuhört und so. Das ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen an Life is Strange, muss ich sagen. Oh, wie sie sich streckt. Süß. Ich sterbe, es ist aber alles so süß. So, wo haben wir denn Oma, wenn ich fragen dürfte? Wohnt die hier drin, ne? Und hier ist die, doch, hier ist ein Bar. Oh, hallo, bist du Oma? Karl, okay. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf der Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Hat nicht gut geändert, ich weiß. Okay. Hier können wir es wahrscheinlich nochmal hinlegen. Oder? Oder auch nicht. Okay, schade. Können wir Billard spielen? Oder? Ja, das war nicht so gut, mein Freund. Andere Pfote. Alle versenken. Na komm. Du auch. Komm. So. Ich liebe es einfach, dass man einfach hier so random rumspielen kann. Finde ich großartig. So, noch einer. Nice. Hat gar nichts gebracht, aber vor mir, dass ich es geschafft habe. Oh, hier ist er. Was mache ich jetzt mit der? Wahrscheinlich eher weniger was. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Geht's Ihnen gut? Ja, wahrscheinlich eher weniger. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist da ganz oben. Halte auch schon nach einem orangefarbenen Neonschild. Okay, du kannst wahrscheinlich auch mit nichts hier von was anfangen, ne? Nope. Und dann wahrscheinlich auch nicht. Ne. Okay. Na gut. Schade. Musik ändern. Billy, willst du etwas? Ah, der Mythos des blauen Himmels. Ein schönes Konzept. Okay. Und der Rest kannst du auch nichts anfangen. Na gut. Nicht da? Jakob oder Jacob. Mitarbeiter des Monats. September XX27. Okay. Teddy. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zork, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall, sie sind furchterregend. Ja, hatte ich schon Spaß mit denen. Oh, ist das diese Außenwelt, von der Momusha nicht redet? Yes, yes it is.
Also, dass ich aus wie ein Zurg, weiß ich ja nicht, ne? Die sind ein bisschen kleiner als ich. Ein bisschen sehr viel kleiner. Ah ja, okay, wir sind wieder hier vom Stadttor. Ich brauche noch einen Energy Drink, damit ich den noch tauschen kann. Das wäre schön. Hier war ich schon. Schade. Kann ich den runterwerfen? Nee. So, na komm. Na komm. Na komm. Schade. Ich muss Oma treffen. Ich brauche noch einen Energy Drink und ich muss noch einen hier Technikfreak finden. Hat er sich gerade über mich aufgeregt oder generell einfach nur so? Tauschhändler, Superspirit, Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Ah, guck mal, das klingt doch alles wunderbar. Rechts ist das, was ich alles brauche. Okay. Ist hier noch irgendwie was? Hallo? Ah, hier war Rip Humans. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht die Zurks waren. Was? Okay. Keine Ahnung, was das gerade bedeuten sollte. Komm ich da hoch? Nein. Okay. Omas Kleidung. Ah, hallo. Na du? Hallo Kleines, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne ein Poncho für dich strecken, aber dazu brauche ich eben Kabel. Natürlich. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Ich hätte so einen süßen Poncho. Neuer Gegenstand errungen. Poncho. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Das ist sehr hübsch. Es sieht allerdings etwas seltsam aus, um echt zu sein. Okay. Kann ich den Poncho anziehen? Es sieht richtig warm aus. Perfekt wie ein fröstelnder Roboter. Ah, okay. I see, I see, I see. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen getroffen, dem kalt war, ne? Ist euch kalt? Willst du etwas? Oh, du bist von diesem Außenweltland wie Momo. Na dann, mal viel Glück. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Erde jetzt Programmierung. Oh, das klingt gut. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Okay. Hallo. Sag mal. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Hallo? Anscheinend nicht. Okay, schade. Ihr wundert so programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit sehr großer Zahl Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwärter eines Tages den Ausgang aus der Hölle, Momo. Hallo. Deswegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Die Außenwelt? Ja, das hatten wir schon.
Notenblatt, das nehme ich sehr gerne mit. Du bist wahrscheinlich Elliot, würde ich mal davon ausgehen. Oh, noch mehr zu merken. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Okay, anscheinend sind wir ganz gut Friends mit den Robotern geworden, bevor wir dann gestorben sind. Naja, okay. Ist nichts am Drehen mit Elliot. Hallo. Ja, kann ich dir helfen? Was ist das? Ein Strand? Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie etwas gehört. Aber ich denke mal, du hast davon etwas gehört. Du willst jetzt den Binärcode lesen? Eine Sekunde, ich muss nur meine Linse kalibrieren. Hier steht Dufferbar. Seltsam. Wer vereinbart denn Rendezvous per Binärcode? Dufferbar, okay. Aber gut, dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part nach der Dufferbar oder dem restlichen Teil der Stadt gucken. Oder ist schon über, okay. Und dann würde ich sagen, mache ich einen Cut für diesen Part von Stray und bis dahin sag ich ciao.